Gibst du nicht da ab und wie siehst du überhaupt aus? Mann, das hatte ich nur mal gerade an. Außerdem kommt man so besser weg beim Trampen. Aber mit denen wäre ich sowieso nicht gefahren. Bei dem Wetter. Hat denn jetzt auch noch Trampen oder was? Ich spinn's jetzt total, Lotte. Liest du keine Zeitung? Mensch, das geht doch nicht. Und dann auch noch dieses Outfit, ey. Für mich hast du sowas noch nie getragen. Ach komm, Eddie. Also die hätten mich auch angegraben, wenn ich da im Kartoffelsack gestanden hätte. Und außerdem, kann man jetzt nicht mehr anziehen, was man will oder was? Nein, kann man eben nicht, wie du siehst. Kein Basketball. Wieso? Du hast doch mal eine Jugendmannschaft trainiert. Ja, eine Fußballmannschaft, keine Basketballmannschaft. Hey, dann spiel doch mal Fußball mit Eddie. So weit kommt's noch. Wollen wir schwimmen gehen? Noch mehr Sport? Das ist doch gut. Oder kannst du nicht schwimmen? Ich bin mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen geboren. Ja, dann komm. Komm. Dann habe ich dir schon erzählt, wie ich beim Tauchen im Golf von Accra mit 5 Hammerhaien gekämpft hab? Mein Gott, wenn ich nicht da gewesen wäre, hast du Glück gehabt. Wo willst du überhaupt hin? Eine Freundin, die wohnt da in Herlen, direkt an der Grenze. Was? Und dann rufst du nicht bei der Möller an? Mein Gott, du weißt doch, dass wir da im Computer drin sind, alle unsere Fahrten. Dann hättest du nämlich gewusst, dass ich heute nach Rotterdam unterwegs bin. Ja, klar wusste ich das, aber das war total hektisch alles. Weißt du, die ist da gerade erst hingezogen und die kennt da keinen. Da haben wir halt ausgemacht, ich komm schnell mal rüber, dass wir heute Abend ein bisschen in die Zappelhalle gehen. Da bist du im Moment wohl öfters, wie? Und ich sehe die überhaupt nicht mehr. Du machst dich richtig rar. Weißt du, dass das viel billiger ist, wenn man in Holland wohnt? Der Vater hat einen Job in Aachen. Mein Gott, du hättest doch wesentlich meiner Spedition durchrufen können. Ich habe das Gefühl, du interessierst dich überhaupt nicht mehr für mich. Ach, Eddie. Du weißt doch, wie bekloppt mein Vater ist. Der lässt uns doch eh nicht zusammenfahren. Na, bisher hat dich das nicht gestört. Naja. Egal. Magst du was Süßes? Mhm. Ich glaube, ich nehme lieber den Schokoriegel. Ja, dann bin ich nach Augsburg, hab den Container aufgeladen. Und dann bin ich hoch nach Würzburg. Da hab ich erstmal Kaffee getrunken. Also, ich habe 2 Kaffee getrunken. Erst den einen und dann den anderen. Und dann bin ich nach. Wie heißt das gleich wieder? Kelsterbach, genau, nach Kelsterbach bin ich gefahren. Und von da aus dann sofort nach Münster. Was denn? In Münster warst du auch? Ja, in Münster. Oh. Komm jetzt, wir gehen ins Wasser. Das ist ja ein Baggersee. Ja und? Baggerseen sind gefährlich. Jetzt stell dich nicht so an. Hör mal, da gibt's Temperaturlöcher. Wenn man da reinkommt, kann man einen Herzanfall kriegen und weiß nicht, wie man wieder rauskommen soll. Ich weiß noch, in meiner Kindheit. Aber jetzt bist du erwachsen und außerdem bin ich ja bei dir. Hast du wenigstens die LRG? Bronze. Aber für dich wird schon reichen. Oh Mann, warum sind wir nicht wie alle im Freibad? Don't worry about the details, darling. You got the kind of mind I love to read. Talk is cheap, baby, time.
Manchmal finde ich ja, dass du ganz schön rad ab. Du weißt ja ganz genau, wie man Komplimente macht. Aber wirklich nicht so gemeint. Wie denn? Ja, ziemlich oft erinnerst du mich ganz stark an deinen Vater. Dann bist du nicht der Erste, der das sagt. Aber mach dir nichts draus. Hätte ich das von meinem Vater nicht geerbt, dann hätte ich diesen ganzen Kram sowieso hingeschmissen. Früher muss das hier ja ziemlich stressig gewesen sein, ne? Mit der ganzen Rumrennerei wegen der 1000 Stempel und so. Dafür kontrollieren sie jetzt verstärkt vor und hinter der Grenze. Mit mobilen Einsatzkommandos. Naja, wegen der Drogen und so. Ist dir das schon mal passiert? Du, einmal. Da wollte ich mit Freunden nachts über die kleine Grenze. Und da haben uns gleich die holländischen Bullen am Wickel gehabt. Die haben uns dann mit auf die Grenzstation genommen. Und der eine ist sogar bei uns mitgefahren, damit wir nicht abbauen oder während der Fahrt was rauswerfen. Wir haben uns dann einzeln verhört und mit Leibesvisitation gedroht, aber diese Geschichte mit dem Finger im Popo, ja, das machen die ja selber auch nicht so gern. Weil das machen die eigentlich nur, wenn sie sich 100% sicher sind, dass du auch Drogen dabei hast. Tja, und dann wird das natürlich sehr unangenehm. Weißt du was, Julia? Was? Eigentlich bin ich ganz schön froh, dass du durch Staatsexamen gerasselt bist, also dass du Jura an den Nagel gehängt hast. Wieso? Passt doch überhaupt nicht zu dir. Ganz da in der schwarzen Kutte im Gerichtssaal rumsitzen. Robe. Hä? Robe. Die Robe. Das heißt Robe und nicht Kutte. So. Robe. Naja, jedenfalls haben wir den Karren schon halbwegs aus dem Dreck und den Rest schafft ihr auch alleine. Wie auch alleine? Hab ich doch gesagt, wenn der Laden wieder läuft, bin ich wieder ab in Afrika. Sag mal, wartet da jemand auf dich oder was? Blödsinn, ich find's einfach schöner als hier. Außerdem sprechen sie da Englisch. Du kannst doch gar kein Englisch. Na klar kann ich. Sag doch mal was. Ja, okay, also man joint oder so im Urlaub. Aber schmuggeln, ne, ich bin doch nicht bescheuert. Abgesehen davon sind das eher als nur Jugendsünden. Weil, wenn du fährst, brauchst du einen kleinen Kopf. Du, soll ich ja wieder mitnehmen? Nee, ich schlaf da. Weiß schon, bei meiner Freundin. Ja, eine Schule? Ich habe morgen nur 2 Stunden. Die mache ich blau. Naja, kannst du ja nur überlegen, ne? Geht auch nichts über ein gepflegtes Geschäftsessen. Danke sehr. Irgendwie noch Wasser im Ohr. Du bist auch ganz schön tief getaucht. Schlimm? Ach so, ne, juckt ein bisschen. Was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Abend? Ist nichts vor? Mm-mm. Ja, wir müssen jetzt ganz schön aufpassen. Mädchen. Muss ich darum dich kümmern. Verwahrlos doch sonst völlig. Stimmt. Das sehe ich ganz genau so. Aber Eddie, sagen wir nichts davon. Der ist doch sowieso mit Lotte. Was mit Lotte? Nix mit Lotte. Moment, du hast du nicht Lotte gesagt? Ich weiß nicht, was mit den beiden ist. Musst du sie selbst fragen. Was ist, dann drehe ich dem Säger den Hals rum. Der hat mir hoch und heilig versprochen, sie nicht mehr anzurühren. Lass sie doch. Die kann doch selbst entscheiden, mit wem sie sich abgibt. Und du warst doch früher bestimmt auch kein Kind von Traurigkeit, oder? Ja, aber es ist eine vollkommen andere Sache. Ich meine, Eddie ist 25 und du, Lotte ist 17. Lotte ist ja 17. Du bist doch kein Kind mehr. Guck sie dir mal ganz genau an. Welche Augenfarbe hat sie? Augenfarbe. Und ich? Komm mal rauf, einmal. Ganz kurz, ja, einmal.
Blau. Ganz, ganz, ganz tiefblau. Ja. Also, wenn ich dahinter komme, dass ich mit Eddie, also... Weiß auch, dass ich 5 in Englisch stehe. Hey, don't care. Ah, nicht care, dann sagt die Lisa auch mal. Dann ist die Freundin, die hier hingezogen ist. Wo wohnen die denn jetzt? Ich meine, ich fahr dich dahin. Oh, nee, lass mal, ist nicht nötig, weil wir haben ausgemacht, dass wenn ich hier bin, ich sie anrufe vor der Telefonzelle und sie mich dann da abholen kommt. Das ist nicht weit hier vom Zentrum. Naja, du musst es ja wissen. Oh, ist dir auch so heiß, ey? Warte mal, ich zieh mal mein Hemd aus. Eddie, du kannst mich auch hier rauslassen. Was? Ja, tschüss, danke. Lotte! Ne? Hey, Lotte! Was toll das? Hey, verfällt mich. Hey, Lotte, was soll denn das? Kannst du nicht einfach abbauen, um was zu sagen? Kleine Kindergärtner oder was? Mann, verpiss dich, lass ihn in Ruhe. Kindergärtner oder was, hä? Das ist Ihre Lastkraftwagen dort. Da können Sie nicht bleiben. Ihre Papier. Hey, was soll denn das? Ich bin doch sofort wieder weg. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Ja. Hey, Lotte! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Mensch hier! Ja! Sollen das? Ich bin doch kein Verbrecher! Ja, ja. Das ist ein Notfall! Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere jetzt, aber schnell! Ja, ja. Knöllchen schreiben, das können da Jungs, ja, aber wenn mal Not am Mann ist, hier, das Mädchen, das hat doch Probleme. Vorsicht, mein Freund! Von welchem Mädchen sprechen Sie? Hey, die da vorne, gerade! Wieder so ein kleiner deutscher Junkie. Junkie? Das reicht. Ah! Du kommst mit, Mann. Hey, hey, was soll denn das? Ich hab hier noch eine Frage, ich muss den LKW zum Ja, ja, morgen vielleicht, wenn du so rumgekommen bist. 10. Okay. Tut mir leid, ja? Ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Aber ich habe eine Terminfracht und wenn ich bis heute Abend nicht in Rotterdam bin, dann bin ich meinen Job los. Das hatte sie vorher überlegen müssen, bevor sie einen Polizisten angreifen. Es tut mir wirklich leid. Entschuldigung. Kann ich wenigstens telefonieren? Ja, ja, kom op. Ik ga wat eten halen, ja? Op je eigen risico, want je bent niet verzekerd, ja? Man, wat maakt dat nou uit? Je kunt toch wel even... Op je eigen risico. Wil je nog een pommes? Zo meer? Maar goed, joh. Lekker. Nou, goed. Guten Tag, hier ist die Spedition Hexmann mit der Rufnummer 0209-371212. Unser Büro ist zurzeit nicht besetzt, aber nach dem Signalton können Sie uns gerne eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie dann sobald wie möglich zurück. Danke und tschüss. Ich bin hier in Herlen, ja? Also vom Kaff direkt hinter der holländischen Grenze. Ich werde jetzt unter zwei Bullen werde ich ja festgehalten. Und Lotte habe ich auch noch getroffen und die steckt in irgendeiner Geschichte drin, irgendeiner komischen Sache. Und die Ladung habe ich auch noch nicht wegbringen können. Also ihr müsst kommen, so schnell ihr könnt, ja? Warte mal. Ja, Moment mal. Die kommen jetzt gerade an, die Typen, von denen ich gerade geredet habe. Die sind in einem roten Auto drin. Und zwar gehen die... Wir gehen in so ein Café und das heißt, warte mal. Hör mal zu, Mädchen. Nächstes Mal kommst du bitte direkt mit Band. Als ich irgendwel verehren von dir auftauchen, die große Rette spielen wollen, das kann ich echt nicht gebrauchen. Kapisch? Ja, ich weiß, aber da konnte ich echt nichts für. Das ist ein Kollege von meinem Vater und also auf der Raststätte, da war ich schon ganz froh, dass er da war. Ja, ist ja gut, mein Mädchen, aber du weißt, um was es hier geht. Wenn sie euch mit dem Zeug erwischen, dann seid ihr dran. Das weißt du doch oder nicht? Du Band,
Nächstes Mal holst du sie vielleicht ab, ja? Ich will nicht, dass mein Mädchen etwas passiert beim Traum. Mit ausgeflippter Lastwagen fahre ich hier schon gar nicht sehen. Alles klar? Roger, man. No problem, okay? Gut. Dann lass uns eerst das Geschäftliche regeln, zodat we hier zum angenehmen Teil des Abends kommen können. Ja? Ich hole jetzt die Ware und wir treffen uns mit deinem Wagen. Pisch? Alles klar? Gut, denke ich. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. So. Warum habt ihr euch nicht mal gemeldet? Warum hast du nicht geschrieben? Wie? Hast du mal den Brief nicht bekommen? Brief? Nee, welcher Brief? So, hast du mal einen Brief für mich gesehen, oder? Also, Entschuldigung, mein Boss, Julia Hensmann und Sarah, also Marco, meine. Also, wir kennen uns von. Ja, wir stehen hier so rum. Gehen wir mal rein, ne? Hast du einen Schlüssel? Ja, dann mal rein in die gute Stube. Platz haben wir reichlich. Also, irgendeine Möglichkeit werden wir schon finden. Herr Julia Kaczynski, Eddie hier, also folgendes. Ich bin hier in Herlem, ja? Also vom Kaff direkt hinter der holländischen Grenze. Und ich werde jetzt unter zwei Bullen werde ich ja festgehalten. Und Lotte habe ich auch noch getroffen. Und die steckt in irgendeiner Geschichte drin, in irgendeiner komischen Sache. Und die Ladung habe ich auch noch nicht wegbringen können. Also ihr müsst kommen, so schnell ihr könnt, ja? Dann noch mal keine zwei Minuten, kann man den Kerl alleine lassen. Komm. Das müssen wir erstmal überlegen, was wir machen, ja? In einem roten Auto drin. Und zwar gehen wir. Gibt's gar nicht zu überlegen. Wir gehen in so ein Café und das heißt, warte mal. Erstmal müssen wir rausfinden, wo Lotte steckt. Aus dem Gefasel wird ja kein Mensch schlau. Dann müssen wir mit dem LKW zum Hafen nach Rotterdam. Schiff fliegt in 4 Stunden ab. Ja, wir müssen so schnell wie möglich da hoch. Ich habe schon alles verteld. Sie brauchen nur noch zu verstauen, ja? Alles? Hey, ein bisschen habe ich natürlich rausgenommen, ja? Hey, haben Sie die Kohle? Mama, kann man das nicht bei dir machen? Mir ist halt echt zu heiß hier. Nein, ich mache das Zeug nicht in meinem Haus haben, ja? Hey, das ist zu gefährlich, ja? Okay. Hier. Danke. Was mit dir, mein Hetz? Okay, das war's dann schon, ja? Das ist diesmal Top-Qualität, ja? Allererste Sahne, hä? Hey, ich sieh dich, ja? Okay, ciao. Hey, Frank! Du wolltest doch noch mit mir da in den... Später, Baby. Ich bin jetzt echt busy, hä? Ich komm gleich im Coffeeshop, okay? See you, folks. Hey, dankjewel, hä? Okay, hat einen Beamten beleidigt.
und sogar fast angegriffen. Und das wird nirgendwo auf dieser Welt toleriert. Also, ich kann froh sein, wenn er morgen wieder rauskommt. Fast angegriffen, das ist natürlich ein schweres Vergehen. Sagen Sie, haben Sie eigentlich nichts Besseres zu tun, als harmlose Menschen bei ihrer Arbeit zu stören? Mein liebes Fräulein, ich warne Sie. Nochmal. Auf dem LKW befindet sich eine sehr wichtige Terminfracht und die muss heute noch nach Rotterdam. So, ist das so? Ja, so ist das. Und daher bitte ich Sie, dass Sie mir den heute noch aushändigen. Tja, ich weiß nicht. Der Frachtwagen ist vorübergehend beschlagnahmt. Also... Passen Sie auf, der LKW, das ist mein LKW. Aha, gut. So, hier ist mein Pass und da ist mein Führerschein. Und im Kfz-Schein steht auch mein Name, das wird ja wohl reichen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Moment bitte. Herr, Herr, die Frachtwagen, die da verkehrt war, staat niet van haar. Van dit kleine meisje? Van dit kleine meisje, ja. Die grote vrachtauto. Ja. Ja, wat wil ze nu? Sleutels. Moet dat? Ik denk dat ze daar moeten sleutelen. Als het moet. Machen. Eddie muss bis morgen früh drin bleiben wegen Beamtenbeleidigung. Wenigstens habe ich den Truck. Wieso, was soll ich jetzt mit dem Schlüssel? Ich fahre jetzt nicht mit dem Truck weg. Ich bleib hier und suche Lotte. Nein, du fährst nach Rotterdam und Sarah und ich, wir suchen Lotte. Also, ich glaube, euch beiden ist nicht so ganz klar, worauf ihr euch einlasst. Was passiert? Außerdem gibt es Ecken, da sollten junge Frauen nicht hingehen. Right. Deshalb müssen wir Lotte finden. Mach dir mal keine Sorgen, Kaczynski. Wenn Lotte hier ist, dann werden wir sie auch finden. Verlass dich drauf. Und außerdem ist es sowieso besser, wenn wir sie finden. Wer weiß, was du sonst noch mit dir anstellen wirst bei deinem Talent, dich zu beherrschen. Aber ihr wisst doch gar nicht, wo Lotte steckt. Ich weiß genauso wenig wie du. Ich verstehe schon, dass du dir Sorgen machst, aber überleg doch mal, was du in dem Alter so... Also ich früher in meinem Alter kann man gar nicht vergleichen, man hat vollkommen andere Zeit. Na eben. Also gut, ihr beiden macht sowieso, was ihr wollt. So, dann bringe ich jetzt die Ladung weg und wir alle treffen uns morgen früh wieder genau hier, okay, und nehmen Eddie in Empfang. Und seid bitte vorsichtig, ihr beiden, bitte. Ja, ist sehr gut. Dann bis später. Ja, bis später. Ciao, Chief. See you. Und ihr seid sicher, dass ihr Lotte findet, ja? Mama, darf ich mit ihm fahren? Okay. Ach, komm. Ich hab was vergessen, alter Schwede. Komm, wir fahren jetzt nach Rotterdam. They've moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Kann ich dich mal was fragen? Aha. Karl, ich meine, ist... Ob Kaczynski der Vater ist? Mhm. Ja, in no way. Habe ich mir doch gedacht. Aber nicht so, wie du meinst. Er hat sich gekümmert um Karl wie ein Vater. Weil sein Dad, my husband, you know... Er hat mich sitzen lassen, als ich schwanger war.
Und Schmidt hat mich Kaczynski dann engagiert. Das ist alles. Das kannst du mir glauben, echt. Und ihr beide, also ich meine Karl und du, bleibt ihr in Deutschland? Mal sehen, ich weiß auch nicht. I mean, Kaczynski hat immer für Karl gesorgt. Ihn auf die deutsche Schule geschickt, in AK. Ich im Fußballspiel beigebracht. Jetzt möchte ich erst mal hier Arbeit finden. Und Kaczynski hat immer gesagt, er wird uns helfen. Da bin ich mir sicher. Ja, Chief hat ein großes Herz. Aber er zeigt das nicht gern. Ja, ich weiß. Hier dürfte einiges los sein, was Drogen angeht, ha? Vielleicht sollten wir doch lieber zur Polizei gehen. Nein, erstmal nicht. Wir schaffen das schon. The paper said Ed always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars. Nein, habe ich nicht gesehen. Danke. Hey, schau mal, ich würde da hinten sitzen. Morgen, Sarah. Morgen. Wollen wir was frühstücken? Eddie kommt erst um 8 raus. Ich glaube, da um die Ecke ist ein Café. Gute Idee. Am besten, wir machen ihm einen Zettel an den Wagen. Nicht nur 200 Meter lang und 200 Meter hoch. Die hat so dicke Beine ungefähr. So dick und so große Augen. Nein. Ja. Und diese Fliege hat eines Tages ihre Verwandten in der Stadt besucht. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ach, wunderbar. Ja, vielleicht wollen Sie ein Frühstück? Nee, nee, danke, danke, danke. Ich hätte eigentlich ganz gerne meinen Laster zurück. Tja, das geht leider nicht. Die ist gestern Abend schon abgeholt worden. Von Frau Hensmann. Ach so, dann ist ja gut. Dann geben Sie mir einfach meine Sachen zurück, damit ich ja möglichst schnell rauskomme. Natürlich. Kommen Sie. Ich bin völlig erschlagen, wie gerädert. Mir geht's auch nicht besser. Aber Leute haben wir immer noch nicht.
Dann warten wir erstmal auf Kaczynski und auf Eddie, dann sind wir zu viert, dann haben wir mehr Glück, meinst du nicht? Bitte kontrollieren Sie Eigentum und unterschreiben Sie Namen. Schlüsselbund. Ohne Fachfahrerschlüssel. Ausweis. Kugelschreiber. Mit Motiv. Zigarettenschachtel, halb leer. Eine Einmalfeuerzeug. Bitte nicht rauchen hier. Ist ja super hier. Bitte. Schweizer Taschenmesser, rot. Fünf Kondome. Bunt. Eins mit Himbeergeschmack. Wie bitte? Nix. Ja, hör mal, wenn Sie mir dauernd unterbrechen, dann stellen wir morgen früh noch, ja? Oh, Gott bewahr, Gott bewahr. Stopp mal, ja, komm, ich hab Lotte auf einer Raststätte aufgelesen und hergebracht. Mehr nicht. Ich höre immer Lotte, Mann. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. Jetzt ist der Arsch ab, Ultimo. Hey, Kaczynski, lass ihn doch mal in Ruhe. Er hat völlig recht. Er meint, wen kannst du mir wegen Rotterdam einen reinhauen, aber nicht wegen Lotte, ja? Wo ist Lotte? Mensch, das weiß ich auch nicht. Sie hat mir gesagt, sie ist hier, weil sie eine Freundin besuchen will. Dann ist sie einfach abgehauen. Du, hör mal, ja? Jürgen hat mir ja so einen Brief hingeschrieben. Sie ist in einem Café um die Ecke. Vielleicht hat sie was rausgekriegt. Lass doch mal hingehen. Wer ist das überhaupt? Geht dich einen Scheißdreck an! Komm klar. Herrgott, nochmal, ich habe wirklich nicht gerne recht, aber ich habe euch gesagt, hier ist gefährlich für Frauen. Und die ganze Scheiße wäre nicht passiert, wenn du dich ein bisschen zusammenreißen könntest und dich nicht hier mit Polizisten rumprügelst, Mann. Ich habe das schon tausendmal gesagt, das habe ich nur wegen Lotte gemacht. Sie ist ja schon gut, Eddie, das haben wir jetzt schon tausendmal gehört. Ich möchte nicht wissen, was du in seiner Situation gemacht hättest. Event. Moment mal, was soll denn das jetzt heißen? Willst du mir die Schuld geben, oder wie? Jetzt hört bitte auf, wir müssen Lotte finden. Das sage ich ja. Hey, Moment mal. Hey, das war doch der Typ, der dabei war, als Lotte vom Truck gesprungen ist. Moment mal, wer, wie, wo? Ja, der Typ da mit der Kappe und der Shorts. Na, bist du sicher? Ja, schon irgendwie. Hi. Bist du schon wach? Natürlich. Lass du die Stage jetzt auch auf. Bernd kommt gleich, ich muss los. Ja. Willst du nicht noch mal kurz reinkommen? Nein, Mädchen. Komm, mach dich fertig. Ja.
Hast du keine Angst, dass Bernd ohne dich fährt, mit deinem Stoff? Nee, glaub nicht. Was? Du hast das Zeug doch nicht etwa hier. Gottverdomme! Ich hab gesagt, ich will das Zeug nicht hier drin haben. Nicht in meine Wohnung! Hab ich das hier deutlich gesagt? Was muss man mit dir reden? Chinesisch? Au, hey, sag mal, spinnst du? Zieh dich an! Bürschchen aufstehen, komm. Hey, komm! Wo ist Lotte? Okay, Mann, okay! Ich weiß, wo sie gepennt hat! Ich wollte sie auch nach Hause bringen! Gott, vielleicht schlafen sie ja noch! Aber halt sie mir, schlafen ja noch, hey! Heb sie auf, Mann, ich komm ja! Ja! Ein bisschen schneller hier, komm in die Hufe, Junge! Ich will wissen, wo das ist! Bestimmt schon Bernd. Bernd? Der hat doch noch eine Schlüssel. Ach du liebe Scheiße, das ist mein Vater. Ich glaube, ich spinne. Hör mal zu, Mayo. Ich kann so einen Fuck nicht gebrauchen. Sag mal, willst du mich verarschen? Ist da keiner da oder was? Tut noch mal. Was will denn hier dein Vater? Ich weiß auch nicht. Ehrlich. Keine Ahnung, Mann. Was? Keine Ahnung, Mann? Du machst mir keinen Ärger. Mann, du bist echt ein Schwein. Ist der Kerl noch da oben? Ja, der hat mir gerade eine geknallt. Und dem knall ich jetzt auch eine und wir reden auch, Fräulein. Wie blöde Kuh, hey! Kom op dan. Kom op dan. Hè? Zullen we hier? Kom. Kom aan. Hier. Kankerleier. Hé, Kaczynski. Laat den penner in ruhe. Kom, der is fertig. Fuck you. Fuck. Hi, Daddy. Kankerleier. Kom op dan, man. Ja. War schön bei deiner Freundin? Ja. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht. Jetzt erzähl mal ganz in Ruhe. Was hattest du in diesem Kaff zu suchen? Versuch mir keinen Bären aufzubinden, sonst schmeiß ich dich gleich hinterher. Hey, komm mal wieder runter, ja? Du hältst dich raus, sie ist dran. Oh Mann, ich soll doch nur was kaufen für ein paar Freunde, die zusammengelegt haben. Ach so, bisschen einkaufen für ein paar Freunde. Wer sind denn diese Freunde? So selbst aus kenne ich dich ja gar nicht. Einkaufen für ein paar Freunde. Oh Mann, jetzt schrei mich doch nicht so an. Hey, lass ihn in Ruhe, das bringt doch nichts. Ist gut, ist gut, ist gut. Ganz in Ruhe.
Was hattest du in Herlen zu suchen, bitteschön? Also die haben mich geschickt, weil ich kenne doch einen da als Kurier und ich sollte ein bisschen was einkaufen. Aber das ist ein ganz harmloses Zeug, Daddy. Das macht nur ein bisschen happy, weißt du? Und das ist gut zum Tanzen, weil bald ist so Mayday. Das ist so eine Massentanzveranstaltung in Dortmund. Ja. Nur ein bisschen happy. Happy Massentanz. Und ausgerechnet, du musst alle anderen beglücken, das Zeug holen, oder was? Hast du schon öfters gemacht? Hast du schon öfters gemacht? Ja, einmal. Her mit dem Zeug. Oh, nö. Her mit dem Zeug, Mädchen. Komm, gib's ihm. Oh, scheiße, Mann. Beschlagen Abend. Oh. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Die haben mir das Geld dafür gegeben. Und was soll ich denen jetzt sagen? Du erzählst deinen Freunden, sie können sich ihr Zeug bei mir abholen. Mit einem schönen Gruß von mir, verstehst du? So ein Gesicht zu machen, dann bin ich das ja wohl. Was soll denn jetzt werden mit dir? Wieso? Ja, mit deiner Mutter scheint es auch nicht so richtig zu klappen. In meiner Jugend hätte man dich in Heim für schwer erziehbare Mädchen gesteckt. Vater ist gut jetzt, ja. Jedenfalls brauchst du jemanden, der ein bisschen auf dich aufpasst. Werde ich meinen Rückflug nach Ghana wohl noch ein Weilchen verschieben müssen. Ich kann mich ja nicht alleine lassen. Soll das jetzt heißen? Oh, ich will mir eine Wohnung suchen. Dann könnte ich jemanden gut gebrauchen, der mir ein bisschen einen Haushalt macht. Du kommst auf andere Gedanken und hörst mit den Spinnereien auf. Aber bin ich jetzt eine Dienstmagd oder was? Außerdem hat Mama da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Na, werden wir mal sehen. Sollte man nicht meinen, dass hier auch noch gearbeitet wird? Was haben Sie gesagt? Hoffentlich sind bald alle wieder im Stall. Meiner. Okay, 4-1. Na, ihr versteht euch ja prächtig. Gestern hatte ich so meine Bedenken. Wieso? Naja, du warst so abweisend. Nein, wirklich nicht. Das war so eine komische Situation. Als ihr da draußen saß, da dachte ich, dass Kaczynski mir seine Familie verschwiegen hat. Sehr gesprächig ist er wirklich nicht. Unser Kaczynski. Nein, er redet nicht viel. Meinst du, der hat mir von euch was erzählt? Kein Wort. Ich meine, meistens, wenn er irgendwas erzählt, dann redet er von Motoren, vom Fußball. Da ist er ja. Ja, schon. Komm her. Ja, die lieben Kleinen. Hey, sag mal, Kaczynski, wie viele Plagen hast du denn noch im Rest der Welt, die wir noch nicht wissen, die wir noch nicht kennen, ne? Wieso, die Frage verstehe ich überhaupt nicht. Die da reicht mir vollkommen. Ach so, das ist halt doch dein Sohn, oder? Ich meine, ich hatte mir schon mal so was gedacht. Ich glaube, ich hatte den richtigen Riecher. Naja, ich wollte mir das Maul nicht verbrennen in Holland. Aber das kann dann auch werden. Hey, jetzt stell dich doch nicht so an. Ist doch ein strammes Kerlchen. Kannst doch stolz drauf sein. Warum hast du uns den eigentlich nicht früher vorgestellt? Wie der Kerl sich vermehrt. Stell euch das mal vor, die ganze Welt voll mit Kaczynskis in allen Farben. Life should